Am 29. November stimmen wir über die sogenannte Konzernverantwortungsinitiative ab. Eigentlich ist das linke Anliegen aber nichts anderes als eine Konzernvertreibungsinitiative. Und darum brandgefährlich. Hören Sie zu, mein Kommentar. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich in den Sümpfen von Bern. Mit dem Plakat werben Befürworter für ihre Konzernvertreibungsinitiative. Ein angeblich armes und unglückliches Mädchen, das angeblich in Peru wegen der Rohstofffirma Glencore muss leiden. Können Sie sich erinnern, wie die Medien, vor allem der Tagi, hyperventiliert haben, wo bei uns ein Mädchen für die Begrenzungsinitiative geworben hat. Missbrauch von einem Kind, haben sie geschrieben. Tatsächlich missbraucht wird das Mädchen bei der Konzernvertreibungsinitiative. Befürworter haben nämlich zugeben, dass es sich um eine Symbolfigur handelt und das Mädchen auf dem Bild gar nicht vergiftet worden sei. Ich warte aber bis heute auf einen Artikel vom Tagi, der diesen Missbrauch schärfstens verurteilt. Viele Wochen vor der Abstimmung haben die Befürworter schon Plakataushänge, Mailings, Postversände in alle Haushalte und teure Online-Werbung organisiert. Eine Kampagne, die nicht nur in die Hunderttausenden, sondern in die Millionen geht. Die Linken, die immer noch Transparenz schreien, sollen endlich einmal sagen, woher das Geld herkommt. Wenn sie behaupten, das sei vom Crowdfunding, ist das zum Lachen. Mit den paar Franken, die so zusammenkommen, könnte man nie eine solche Kampagne finanzieren. Wer also zahlt? Nur die Hilfswerke, die linken Parteien und Kirchen können das nicht sein. Ich würde mich nicht wundern, wenn hinter dieser Kampagne Geld aus dem Ausland steckt. Denn man kann unsere Schweizer Wirtschaft kaum mehr schwächen als mit dieser Konzernvertreibungsinitiative. Unsere Unternehmen müssten als einzige auf der Welt für internationale Menschenrechte und internationale Umweltstandards haften. Und zwar durch die ganze Kette bis zum hinterletzten Unterlieferant. Und das in jedem Land auf dieser Welt. Wenn das angenommen wird, kommt keine Rohstofffirma mehr in die Schweiz. Und die, die hier sind, gehen wahrscheinlich auf London oder sonst noch jemand. Betroffen ist aber auch zum Beispiel ein Nestle, die ganze Pharmaindustrie und KMUs. Vor allem wird die Initiative sagen, nur unsere Schweizer Gesetze sind korrekt. Die von allen anderen Ländern sind ungenügend. Was ist denn das für eine bonierte, einbildende und überhebliche Haltung? Das erinnert an die schlimmsten Zeiten vom Kolonialismus. So im Stil, am Schweizer Wesen soll die Welt genesen. Auf die Spitze treiben, könnte man auch sagen, Konzernvertreibungsinitiative ist eigentlich rassistisch. Denn man traut anderen Ländern nicht zu, dass sie ihre eigenen Rechtsstandards setzen und durchsetzen können. Überall, wo sie die tollen Fleckchen von der Konzernvertreibungsinitiative sehen, können sie also davon ausgehen, dort sind Kolonialisten daheim. Dort sitzen die Leute, die die Schweizer Wirtschaft vorsätzlich schwächen wollen. Da kann ich nur sagen, nur weiter so. Dann fehlt nämlich plötzlich die Steuereinnahmen, die diesen Fleckli-Besitzer ermöglichen, dass sie keine oder fast keine Steuern zahlen müssen. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt trotzdem noch zum Witz der Woche. Vielleicht kommt Ihnen dabei das logische Denken der Initianten der Konzernvertreibungsinitiativen in Sinn.
Und auch beim Psychologen testet der drei Patienten. Der Psychologe fragt den ersten, wie viel ist 2 mal 2? 5.000. Sagt der Psychologe, nee, das ist knapp, aber dann kann ich nicht gelten lassen. Fragt den zweiten, wie viel ist 2 mal 2? Mittwoch. Dann nee, ist auch nicht ganz richtig. Frag den dritten, wie viel ist 2 mal 2? 4. Oh, nicht schlecht. Wie kam es da drauf? Ganz einfach, ich habe 5.000 durch Mittwoch geteilt. Meine Damen und Herren, das war es. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Ausgabe. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.